Hallo, A-Forbes, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Und ich bin der Stefan. Stefan, der Tisch ist so leer. Was hast du mir heute mitgebracht? Ich habe was Feines mit dabei und zwar noch eingepackt. Oh. Ein riesengroßer Dino wird es diesmal in einem schicken Hellblau. Wird das jetzt ein Baum mit Bluebricks, Länge 3 Stunden? Ich glaube, da brauchst du länger für ja. 2000 Teile. Ein schicker Spinosaurus mit Standfuß. Richtig. Hier auf der Rückseite sieht man so ein Bild, dass er nur auf einem Bein steht. Ich glaube, das ist künstlerische Freiheit. Das kann er wahrscheinlich eher nicht. Hast du gut aufgepasst. Ich habe das bisher noch nicht gesehen und habe es daher auch noch nicht ausprobiert, ob meiner das zu Hause kann. Ich würde es aber auch nicht machen, um ehrlich zu sein. Ja. Stehen tut er ganz gut auf 2 Beinen. Okay, es ist auf jeden Fall ein schickes Set. Hellblau und dunkelblau und dunkelrot und... Viel, viel blau. Deswegen dachte ich, mache ich das Video auf jeden Fall mit. Marco, du magst die Blautöne ja sehr gerne. Und dann gleich eine Frage vorab. Was tippst du, wie viele hellblaue Steine hier mit verbaut sind in dem Set? Also wenn ich mir die Bilder so anschaue, würde ich sagen 200-300 bestimmt links und rechts zusammen. Ist schon für die Außenfassade einiges mit verbaut. Ich habe sie alle gezählt und mach's recht schnell. Es sind 0. 0 hellblaue Steine sind mit verbaut im ganzen Dinosaurier, weil er kommt in einem anderen Farbkleid umher und zwar in Saint Blue. Gefällt mir noch besser, Saint Blue, als absolut, hellblau. Absolut. Wird etwas natürlicher, wenn man jetzt mal darüber hinweg sieht, dass es in der Natur nur sehr wenig Blau gibt. Und noch so weniger hellblaue Dinosaurier. Aber vielleicht ist das blaue Schuppenkleid einfach mit den Dinosauriern ausgestorben. Das kann natürlich sein. Kann alles sein. Aber er gefällt mir so, muss ich sagen, noch besser. Also, die digitalen Bilder sind ein bisschen seltsam. Ich merke mir das mal. Ich glaube, ich sollte bei dem Artikel tatsächlich dazu schreiben, dass der als hellblau dargestellte Ton sandblau ist. Hatten wir auch schon mal bei einem Sembo-Auto damals gehabt. Da steht es auch mit auf der Webseite. Das war Medium Azur aus, war dann tatsächlich auch sandblau. Beim Dino hat es mir tatsächlich noch besser gefallen, weil der in hellblau hätte dann schon wirklich ein bisschen clownmäßig oder freaky ausgesehen. Und in sandblue macht das Ganze doch schon was. Er ist auf jeden Fall schick. Er hat einen schicken Stand mit Fliesen. Komplett braun gefliest. Okay. Genau, 4 Noppen haben wir mit drauf, die dazu dienen, dass er eine Noppe von denen nimmt und den Fuß da drauf befestigt. Und dann hat er ein bisschen mehr Halt. Braucht er nicht unbedingt, der steht auch super ohne, wenn er ihn einmal ausbalanciert hat. Finde ich okay. Du kannst dich auch wirklich positionieren. Du hast überall Kugelgelenke, sei es oben an den Hüften, sei es an den Armen. Sowohl Hals als auch der Schwanz ist alles mit Kugelgelenken. Das hier merke ich schon, muss man fairerweise sagen, ist ein Sticker. Und ja, kein richtig. Also es ist der einzige Sticker. Einer ist mit dabei, die Augen sind bedruckt. Ah. Alles andere ist über Brickbuild gelöst. Ansonsten haben wir nichts mit dabei. Ja, dieser Kamm hier, das finde ich beispielsweise klasse. Der sehr, sieht sehr gut schön, aus. Genau. Der ist wirklich gut geworden. Aha. Wird einfach mit Studs in alle Richtungen gelöst, also in zwei Richtungen. Und dann seitlich mit verbaut. Schicke Augen. Der Kopf ist einfach mega gut geworden. Die Augen, also ich sehe die Augen und sehe einen Raptor. Herr der Ringe, Baradur, Turm, Saurons, Mini-Mikro-Diorama mit dem Auge da oben. Wenn du einen Mikroturm bauen möchtest, da ist das Teil, was oben drauf gehört, exakt. Frage. Ja. Sind die Augen bei dem Set nochmal extra dabei? Der hat andere Augen, ne? Nein, du hast noch einen, das ist toll. Ja. Was ich meine ist, bei meinen Foreign-Dinosauriern waren die kleinen Einser, auch die bedruckten Augen, immer noch mal extra dabei als Ersatzteile. Leider nicht. Leider nicht. Okay, das heißt, hier baut ihr entweder ein Herr-der-Ringe-Diorama oder ein Dino. Ich würde schon sagen, Dino. Ein einäugigen Dino. Kann man alle teilen. Ja, oder? Genau. Der kann ja zwinkern. Ne? Stimmt. Oder steht halt so. Wenn du den immer ins Regal stellst, die Seite hinten an der Wand sieht man ja nicht. Richtig. Der hat aber schon beide Augen. Also. Natürlich. Der kommt ja auch erst noch in meinen Dinorama. Der war flach, Vorsicht. Den hast du dir vor Monaten ausgedacht. Irgendwann. Ich habe so gesessen dran und gearbeitet. Dinorama. Sehr gut. Da ist er. Ja, ein Briller. Ist aber auch wirklich schick hier und funktioniert auch gut hier mit dem. Wie beweglich der ist. Und du kannst sogar den hinteren Schwanzteil kannst du auch nur nach oben machen und kannst noch ein bisschen sportlicher gestalten. Ansonsten hast du halt immer 2 Kugelgelenke mit bei den verschiedenen Elementen mit dabei, um den halt frei und flexibel bewegen zu können. Sehr schick. Und er kann sich anders als ein T-Rex im Nacken kratzen. Richtig, ja. Falls er Sonnenbrand hat oder so, kann er sich da einreiben. Ja. Das ist schick. Beweglich ist er.
Und was ist das? Da ist sowas. Ich dachte mir schon, da kann man irgendwie das Maul mit bedienen, so oder so, aber das sieht seltsam aus. Also das finde ich auch jetzt, sag ich mal, für ein Modell gar nicht mal so hübsch. Ich würde es vielleicht bei mir dann, wenn ich in ein Dinorama haben möchte, würde ich es fast weglassen. Das tut echt ein bisschen weh, ich merke es gerade. Also wenn man den Dino ausstellen möchte, dann braucht man den nicht unbedingt mit Zahnrad und einem Kinn zusammenzubauen. Das ist allerdings relevant für eine Funktion, die der Dino hat. Und zwar kann man hier dran drehen und dadurch, ich habe in die falsche Richtung gedreht, kann man dran drehen und dadurch erzeuge ich ein Licht, weil ein Kontakt entsteht oben in dem Lightbrick und dann leuchtet der Dino blau-rot abwechselnd alternierend aus dem Maul. Ja. Das haben die ja damals so gemacht, glaube ich. Das haben die damals so gemacht, genau. Ja. Teilweise haben die auch Blitze aus dem Maul geschossen. Richtig, ja. Das waren diese Filme. Gab es auch Filme drüber. Aber ähnlich, ja. Ja, ja, habe ich gesehen. Okay, brauche ich jetzt persönlich nicht. Aber ist nice, dass das Teil dabei ist. Das kann man ja vielleicht in der nächsten Feuerwehrstation mit einbauen. Das ist nicht nur ein Dino. Es ist nicht nur ein Herr-der-Ringe-Diorama. Es ist auch noch ein Feuerwehrauto mit das Licht. Hat oder richtig eine Feuerwehrstation. Potenzial. Das stimmt. Das ist ja quasi ein 3-in-1-Set schon fast. Oh, die werden immer schlechter. Falls ihr den Lightbrick ausbauen wollt, wird der Kopf auch stabiler. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil die haben das halt so gelöst, die haben seitlich gebaut und der Lightbrick wird halt von der Seite gekontert und das ist nicht allzu stabil. Das hält jetzt durch die Platten am Ende zusammen und hier fällt auch nichts auseinander. Beim Bauen ist es allerdings jetzt schon ein bisschen filigraner, diesen Brick da reinzubekommen. Und wenn du das einfach... Aber wenn ich den Brick ausbaue, sollte ich irgendwas anderes einbauen? Natürlich, dann stabiler. Also wenn ich ihn einfach nur durch das Ausbauen des Lightbricks wird das Set bestimmt nicht stabiler. Das ist absolut korrekt. Du brauchst mindestens ein 2x2er in Rot. Bestenfalls, damit das so ansatzweise passt. Und es geht noch besser zu lösen mit 2-3 Handgriffen. Und die Lasershow im Maul finde ich jetzt auch nicht notwendig. Aber sie ist vorhanden und wenn man sie braucht, da ist sie. Man kann ihn etwas, ich probiere das geht einfach auch, mal. Der ist schon sehr stabil, der rastet dann immer ein, damit er halt auch diese Haltepunkte hat. Das geht halt schon sehr schwergängig, muss es aber auch gehen, weil der Kopf halt sehr schwer ist. Der Kopf an sich hält nicht. Der geht immer bis zum Haltepunkt. Ja. Also den kannst du, wenn du den jetzt so schräg schauen lassen willst oder so, hast du hier Spiel, das hält. Aber von der Höhe her musst du es über den Hals klären und regeln, weil der sonst dann halt vom Schwerpunkt her immer wieder runterkommt. Ich muss das ausmachen. Es hört gar nicht auf. Aber er sieht sehr schick aus. Der andere kann das auch, ne? Der kann zurücklasern. Der hat das auch im Maul. Aber da musst du hinterm Kopf ran und das ist ein bisschen schwieriger. Und das ist der Ceratosaurus, den haben wir schon mal vor längerer Zeit. Das war der erste, den ich gebaut hatte. Nee, so lange ist es noch nicht. Vielleicht ein Monat ist es knapp her, dass wir den vorgestellt haben. Video dazu verlinken wir, falls ihr den nochmal sehen wollt. An den erinnere ich mich nicht. Kann sein, dass ich da im Urlaub war und dass ich da gar nicht dabei war. Deswegen habe ich den Dino bekommen. Richtig. Deswegen hast du den... Du hast noch einen bekommen. Mensch, was habe ich gemacht? Du warst 2 Wochen im Urlaub. Erste Woche, 2. Woche. So dann bin ich mal nicht da, baut eher Dinos. Schon frech. Aber das ist ja schon vorher, diese kleinen Forange und so. Ist ja nicht der erste Urlaub, den du hattest das Jahr. Also letztes Jahr, besser gesagt. Schlau. Okay. Also... Was haben wir denn noch? Lichtershow? Das bekommen wir. Lichtershow-Karton. Gelenke. Was sagt die Anleitung? Oh. Die Anleitung behauptet wahrscheinlich auch, dass es Light Blue ist. Im Inneren auch oder ist es im Inneren? Es ist schwierig. Also du musst dich an die Farben gewöhnen, ganz klar. Also vom Anfang, wir haben alles in Bauschritte unterteilt. Das sind insgesamt 8 Bauschritte. Das 8 ist die Base. Die ersten 7 sind dann der Dinosaurier, der immer mehr wächst vor allem. Man fängt mit einem Torso an. Mhm. Teile sind immer... markiert, was verbaut wird und ausgegraut, was schon verbaut war. Rot markiert ist halt immer das, was er mit verbaut. Ist jetzt nichts Neues. Ihr habt oben immer die Teile mit in der Übersicht, die mit verbaut werden und alles ist sehr einfach gehalten. Wir haben hier Bauschritte mit 5 Teilen, mit 10 Teilen. Ist nichts allzu Wildes, was er da findet. Du sagst Farben gewöhnen. Ich möchte jetzt mal... Find mal den Unterschied zwischen Sandblau und Light Bluish Gray. Und den bestenfalls, da sind wir jetzt hier bei Dunkelblau, hier wird es halt schon schwierig. Welcher Farbton ist es jetzt? Und du siehst es halt oben in der Übersicht, da sieht man es ganz gut. Also das helle Grau ist wahrscheinlich hellgrau und das dunklere Grau ist wahrscheinlich Sandblau. Genau, einmal Zweierplate ist Light Bluish Gray, unten drunter die einmal Dreier Fliese ist dann Sandblue. Und das ist halt schon schwierig. Wenn ihr jetzt beide im Vergleich auf einer Seite habt, dann seht ihr, das eine ist heller, das andere ist dunkel.
Und es ist kein dunkelblau, weil das sieht man deutlicher. Aber wenn ihr halt jetzt eine Passage habt, wo ihr halt die gleichen Steine in Hellgrau und Sandblue habt, wird es halt schwierig. Und das hatte ich halt zweimal. Dann ist mir ein Teil ausgegangen. Ich dachte, okay, da fehlt was. Ah nee, ganz andere Farbe und auf einmal sind die Teile da. Bei den Riobricks Mittelalter-Sets ist die Anleitung auch nicht, in einigen Farbtönen auch nicht so perfekt. Ja. Aber da habe ich dann den Tipp, schaut auf das Packungsbild, da stimmt's. Ja. Hier wird's halt schwieriger. Aber alles, wo ist das Sandblau? Okay. Light Blue oder Medium Azur wäre, ja, ist dann halt natürlich das Sandblue. Ist also in Sachen Farbgebung etwas anspruchsvoller im Bau, aber die Bautechniken an sich sind... Das war die einzige Herausforderung, dass man halt die Farben unterscheidet. Der Rest ist super einfach erklärt. Da ist keine Frage offen oder irgendwas. Super easy. Alles klar. Das ist der Spinosaurus von Tai Gaulé. Die Setnummer T2011. 2086 Teile für 59,95 €. Das finde ich gut. 70 cm ist er lang, 21 cm breit und 31 cm hoch. Es sei denn, er macht Aerobic und nimmt die Arme so komplett zur Seite, dann ist er wahrscheinlich noch ein bisschen breiter. Wenn er die Flügel ausbreitet. Ja. Oh. Wenn er auf der Titanic steht. Na gut, also gespenstisch aus. Ja, schon. Da war er drin. Er möchte eine Umarmung. Oh, wie süß. Ja, passt natürlich herrlich zu unseren anderen Dinos, beispielsweise dem Brontosaurus. Der ist von Pandos. Oder, ich habe ihn hier gerade mal stehen, Forange, oder wie immer man es aussprechen möchte, dem Brachiosaurus, der kein Licht hat, aber diesen Ton, den ich jetzt auch nicht brauche, aber er ist halt dabei. Nicht schlecht. Was bauen wir da dann draus? Ich würde sagen, das Auenland, so von den Farben her, oder? Die Augen sind ein bisschen müde, das wird kein Türmchen. Das ist Sauron quasi nach drei Tagen. Nach dem letzten Teil. Ja. Aber die Farben sind schon stark. Das ist Oliv, ja. Und was ist der Hauptton? Olivgrün, und das müsste Dark Orange sein. Oder ist es Dark Orange? Ich glaube, es ist Dark Orange. Ja. Und hier unten vorne haben wir noch Dark Tan. Dark Tan, ja. Ja. Schöne Farbkombo. Hier fehlen auch schon ein, zwei Teile. Da stehen schon eine Weile bei mir zu Hause. Guck nicht so genau hin. Dann schnell wieder weg damit. Ja, anscheinend ist da beim Transport was abgegangen. Ja, für heute war es das damit aus dem Noppensteinstudio. Dann sage ich doch mal, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Bis dahin. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ist aber schon cool. Ich weiß jetzt nur nicht, wohin damit, weil die beide 70 cm lang sind und die halt nicht nur Fleisch, sondern auch Platz fressen. Ja, ist doch ganz klar, wohin damit. Ins Dinorama. Ins Dinorama auf deiner Megabrick-Bar im Store oder so, da ist doch Platz. Da wird noch was hinpassen. Wenn sie von da oben fallen, sieht es halt auch gleich aus wie eine Fossilensammlung. Überall sind mal ein paar Knochen verstreut.